Und dann begrüße ich zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den ersten FSV Mainz 05. Ein Glückwunsch geht an unsere Gäste und ihren Trainer Jan-Moritz Lichte zum Auswärtssieg. Herr Lichte, ich darf Sie um Ihren Kommentar zum Spiel bitten. Ja, wir sind insgesamt natürlich sehr froh, dass wir unseren ersten Saisonsieg einfahren konnten. Waren mit dem Start des Spiels natürlich auch sehr gut bedient, hatten gleich gute Situationen nach vorne in Umschaltsituationen. Wenn du zur Pause dann 3-0 führst, hast du natürlich vieles dann auch gefühlt richtig gemacht in der ersten Halbzeit. Und dann in der zweiten Halbzeit war uns schon auch bewusst, dass Freiburg immer noch rankommen kann, wenn sie das eine Tor schießen, das sie gemacht haben. Dann sind wir ein bisschen unsicherer geworden, hätte ich gesagt, oder habe ich so wahrgenommen. Und trotzdem haben wir am Ende, glaube ich, so wenige große Torchancen zugelassen, dass es dann eigentlich relativ gut über die Bühne gebracht wurde von uns. Deshalb, wir sind sehr zufrieden, haben jetzt direkt nach dem Spiel das Gefühl, dass es auch verdient war. Vielen Dank, Jan-Moritz Lichte. Christian Streich, bitte. Ja, ich gratuliere zum Sieg. Wir waren uns bewusst eigentlich über die Konterstärke von Mainz aufgrund ihrer Schnelligkeit. Wir haben die ganze Woche thematisiert, Restverteidigung. Ich sehe gerade, wir haben 6 Fouls gemacht. Das ist ehrenwert, dass man so wenig Fouls macht. Aber es war ein ganz, ganz schlechtes Zweikampfverhalten im Umschalt, der Umschaltbewegung insgesamt. Das erste Tor ist unfassbar. Alle, die das gesehen haben, Mateta stößt mit dem langen Arm Santa Maria weg, der zum Kopfball gehen will, der fällt hin und der Schiedsrichter lässt diese Situation weiterlaufen. Das ist nicht der Grund, dass wir verlieren, aber es ist unglaublich, diese Szene, dass man da das Spiel weiterlaufen lässt. Und so ist es Woche für Woche. In Leipzig kriegen wir unglaubliche Elfmeter gegen uns. Jetzt kriegen wir so ein Tor wieder. Es läuft natürlich auch im Moment gegen uns. Wir haben dann alles probiert. Wir haben hier, ich sehe es, 23 Flanken, aber wir sind nicht torgefährlich genug gewesen. Das, was uns schon verfolgt die letzte Woche, sind nicht im Abschluss stark genug, jetzt im Gegensatz wie heute zum Beispiel Mainz. Und habe dann in der Summe, auch wenn natürlich einige Entscheidungen, auch die Handentscheidungen, sind dann 50-50, die werden im Moment gegen uns entschieden. Das erste Tor ist keine 50-50-Entscheidung, es ist ein 100-prozentiges Foul. Niemand wird da was anderes sagen. Das ist extrem bitter, dass so entschieden wird. Aber wir waren heute nicht gut genug, um Mainz zu schlagen, und habe dann in der Summe verdient verloren. Danke. Ja, ein Gruß geht auch an die Journalistenkollegen auf der Tribüne und in den Redaktionen. Ich darf um Ihre und eure Handzeichen bitten für die Fragen. Wir starten mit den Gästen aus Mainz. Henning Kunz von der Allgemeinen Zeitung. Ja, guten Abend allerseits. Ich hoffe, Sie können mich hören. Jan Moritz, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Wie groß ist die Erleichterung bei euch, und kannst du bitte was zur Leistung von Jean-Philippe Mateta sagen? Ja, also wir sind sehr froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Eine gewisse Erleichterung ist definitiv dann auch erstmal nach dem Spiel da. Ich glaube, wir dürfen jetzt nur nicht uns das Gefühl für die nächste Woche mitnehmen, dass jetzt der Knoten geplatzt ist und dass jetzt alles andere automatisch folgt. Das wäre das Gefährlichste, was wir machen können. Deshalb Erleichterung und Freude nach dem Spiel definitiv, um dann wieder zu gucken, was sind die wichtigen Themen für die nächste Woche, was müssen wir aus dem Spiel mitnehmen. Das sind die entscheidenden Dinge für uns. JP Mateta hat im Endeffekt das gemacht, was er schon gegen Schalke gemacht hat. Nur gegen Schalke hat er dann die entscheidenden Dinger nicht reingemacht, und heute hat er sie dann reingemacht. Deshalb ist das von der Leistung, glaube ich, ähnlich zu bewerten wie gegen Schalke, weil die Laufwege die waren, die wir uns vorstellen, weil er dann einfach eine Dynamik hat und auch eine Vehemenz in der Aktion, dass es sehr schwer ist, ihn aufzuhalten. Und das hat er heute wieder sehr gut gemacht, ja. Dann geht die nächste Frage bitte an den Kicker, Carsten Schröter-Lorenz. Herr Streich, Sie haben angesprochen, dass Sie in der Vorbereitung auf die Schnelligkeit der Mainzer hingewiesen haben.
Quaison, Bötzius, Mateta und Restverteidigung thematisiert. Was hat Sie dazu bewogen, auf der Doppel-6 neben Santa Maria Tempelmann statt Höfler aufzubieten? Beiden fehlt zumindest das Tempo, was vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick zu den Gegenspielern passt. Tempelmann fehlt nicht das Tempo. Grundsätzlich, Tempelmann ist Grundschnelligkeit gut. Bewogen hat mich dazu, dass einfach jetzt an der Zeit war, dass, weil er es gut gemacht hat, Tempelmann in Leipzig hat gut gespielt, dass der Chico jetzt mal draußen war, weil mir einen Weg suche, dass er wieder zur Altersstärke zurückfindet. Und die zweite Halbzeit war der erste Schritt in die richtige Richtung, als der Chico dann wieder gespielt hat. Dann geht die nächste Frage wieder an unsere Gäste. Peter Eisenhut von der FAZ Sport aus Mainz, bitte. Ja, hallo, ja, Moritz Lichter. Ihr habt heute mit einer Dreierkette gespielt, habt ihr da bewusst in Kauf genommen, so leichte Probleme mit den Flügelangriffen zu bekommen, oder war das so nicht gewünscht? Ja, wir haben natürlich, wir versuchen prinzipiell natürlich auch Flanken zu verhindern. Ich glaube, wir haben trotzdem, trotz der hohen Anzahl, schon auch noch einige verhindern können, wo es vielleicht gefährlichere Situationen gab. Wir haben natürlich bewusst dann auf eine Dreierkette gesetzt, weil wir wissen, wie gefährlich Freiburg ist nach Flanken. Dass Freiburg eine Mannschaft ist, die auch schnell zur Flanke kommt, in der Mitte sehr, sehr gute Stürmer haben für Flankensituationen. Und deshalb war für uns einfach die Situation vor dem Spiel zu sagen, ja, wir möchten noch einen, und dann auch mit Alexander Hack einen sehr, sehr kopfballstarken Spieler da im Zentrum platzieren. Und ich glaube, das ist ganz gut aufgegangen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann bitte nochmal Carsten Schröter-Lorenz vom Kicker. Herr Streich, so kurz nach dem Spiel, wie erklären sich die großen Lücken im zentralen Mittelfeld, die eigentlich vor allen drei Toren vorhanden waren für Mainz? Gibt es einmal den Abschluss, danach Abpraller und dann gibt es Steckpässe. Also vor dem zweiten und dem dritten Treffer von Mainz waren diese Lücken sehr, sehr groß. Und gerade vor dem dritten Tor war es eigentlich eine Angriffsaktion des SC Freiburg. Zentner fängt den Ball ab, hält ihn noch 5 Sekunden in der Hand und dann gibt es solche Lücken hinten auf der anderen Seite. Ich muss es nochmal genauer anschauen, aber auf jeden Fall haben wir nicht in anderen Situationen einfach nicht konsequent genug umgeschaltet, waren auch nicht dann aggressiv genug, obwohl man es wirklich die ganze Woche thematisiert habe. Ich bin fest davon ausgegangen, dass Mainz mit Dreierkette spielt. Auch das war uns klar, nachdem sie gegen Schalke umgestellt hatte von 4-2-3-1 auf 5-3-2 und dann nach der Halbzeit auf 5-2-3. Das hat dann gut funktioniert bei Mainz, deshalb bin ich fest davon ausgegangen, dass sie das wieder tun. Das haben sie getan, so haben wir trainiert, so haben wir uns vorbereitet drauf. Haben es 11 gegen 11 so gespielt, mit einer Mainzer Mannschaft simuliert, mit unserer sogenannten zweiten Mannschaft gewissermaßen. Und trotzdem haben wir es nicht zukriegt. Und wenn du es einmal nicht zukriegst, ist es okay. Wie gesagt, das erste Tor ist irregulär. Das ist nicht brutal, wenn du nach anderthalb Minuten so ein Tor kriegst. Aber die anderen zwei sind dann gefolgt. Es gab nochmal eine Chance von Mateta. Und da haben wir uns einfach zu schlecht verhalten. Ich muss nochmal im Video genau anschauen. Aber es war offensichtlich, dass wir auch naiv, sehr naiv uns da verhalten haben. Und so natürlich du dann kein Bundesligaspiel gewinnen kannst. Bleiben beim Kicker, gehen an den Mainzer Kollegen Michael Ebert, bitte. Ja, hallo in die Runde. Eine Frage an Jan-Moritz Lichte. Diese Dreierkette, inwieweit kann die denn Zukunft haben? Also ist jetzt irgendwie in deinem Kopf von Spiel zu wechseln oder wird sich da ein System in der Abwehr durchsetzen? Nee, also wir werden schon gucken, was wir vom Gegner erwarten, wie das passt, was der Gegner in unseren Augen für Stärken hat und werden da immer auch anpassen. Wenn wir das Gefühl haben, es ist was anderes, was uns jetzt weiterbringt. Es war gegen Schalke ja in dem Spiel auch so, dass wir das Gefühl hatten, okay, wir sind hinten einfach einer zu wenig für die vielen tiefen Bälle, die Schalke gespielt hat. Das war es da umgestellt. Und wie gesagt, in dem Spiel war es jetzt für uns einfach dieses Reagieren auf die Stärken, die Freiburg in den Videos von uns für uns gezeigt hat. Also
Deshalb müssen wir mal gucken, was jetzt Hoffenheim, habe mich jetzt noch nicht so intensiv mit Hoffenheim auseinandergesetzt, das werden wir jetzt dann natürlich machen und dann werden wir gucken, was bei rauskommt. Ich habe vorher noch eine Wortmeldung gesehen von Sebastian Prengel der Bild-Zeitung, ist das korrekt? Sebastian, bitte. Ist dein Mikro offen, Sebastian? Nein, ganz schlecht. Schicken wir die Frage bitte per WhatsApp. Wir gehen an Peter Dörr. Ja, hallo. Jan Moritz, nochmal zurück zu Jean-Philippe Mateta. Der Ruben Schröder hat gerade erzählt, er würde sogar an freien Tagen rausgehen und an seinen Defiziten arbeiten im Moment. Erklär mal, wie läuft denn das ab? Geht er da ganz alleine auf den Platz oder gibt ihr ihm da zusätzliche Hilfen? Ja, das habe ich ja vor ein paar Wochen schon mal angesprochen. Da war das Thema ja bei uns relativ groß, wo es darum ging, dass Mateta im Moment ein Spieler ist, den du bremsen musst als Trainer, weil sonst wäre der jeden Tag zweimal auf dem Platz und würde jeden Tag wahrscheinlich 2000 Schüsse irgendwie machen, weil er das Gefühl hat, dass er das dann braucht in dem Moment. Nee, das läuft so ab, dass wir Anfang der Woche individuell mit ihm absprechen, unser Athletikchef dann in direktem Austausch, welche Tage in Frage kommen für ihn, damit er am Wochenende trotzdem noch die Frische hat. Das dann auch in Absprache mit den Physiotherapeuten, die dann auch ab und zu nochmal ein Veto haben. Aber dass er eine Wochenstruktur für sich bekommt, wo er das Gefühl hat, er kann auf jeden Fall mehr machen. Und dass das inhaltlich natürlich dann auch noch irgendwie Sinn macht, das ist schon auch so. Deshalb, also wir sind da in ständigem Austausch mit ihm, weil er momentan wirklich das Gefühl vermittelt, aber jetzt seit Wochen, also es ist jetzt nicht kurzfristig, sondern es ist jetzt wirklich schon mittelfristig so, dass er einfach, er möchte arbeiten, er möchte sich verbessern und er macht das vorbildlich. Dann geht die Frage von Sebastian Prengel an Christian Streich, 9 Tore in 8 Spielen. Wie erklären Sie sich diese Ladehemmung? Wie erkläre ich mir das? Wir sind nicht torgefährlich genug insgesamt. Der Nils trifft immer wieder. Aber drumherum sind wir dann in der Abschlussaktion nicht zielstrebig genug, nicht genau genug. Heute gab es auch einige Situationen, wo dann einmal der letzte Pass fehlt oder dann im Abschluss nicht die Präzision da ist. Wir probieren es zu trainieren und hoffen, dass es in Zukunft besser wird. Dann kommen wir langsam zum Ende. Sind noch Fragen offen? Carsten Schröter zum Dritten, bitte. Herr Streich, Sie haben vor dem Spiel nicht diese wichtige Bedeutung, haben Sie nicht kleingeredet dieses Spiels? Wie enttäuscht sind Sie jetzt von Leistung und Ergebnis und was bedeutet es für die nächsten Wochen? Ergebnis enttäuschend, Leistung insgesamt auch, obwohl ich sagen muss, wir haben es natürlich probiert, aber das ist eine Selbstverständlichkeit auch, zweite Halbzeit auch. Was bedeutet es? Für uns bedeutet es dieses Jahr, dass wir alles vergessen müssen vom letzten Jahr. Das habe ich von Anfang an gesagt. Wir haben auch wieder Spieler verloren, die Körperlichkeit einbracht hatten. Ein Robin Koch können wir nicht ersetzen. Aufgrund seiner Körperlichkeit, wir waren nie besonders körperlich starke Mannschaft. Das hat man heute wieder gesehen, wenn du gesehen hast, wie Mainz auftrete ich von der Körperlichkeit. Und wir, da hat man einen Unterschied gesehen, auch in der Konstitution der Spieler. Und was bedeutet es für die Saison? Es bedeutet, dass wir alles dafür tun müssen, dass wir in der Liga bleiben. Aber das ist ja nichts Überraschendes für Freiburg. Dann bedanke ich mich für die Fragen und für die Antworten und unseren Gästen eine gute Heimreise. Danke. Dankeschön. Tschüss.